Hi und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Rafterman mäht für euch seinen Rasen und ich mähe nicht nur, sondern ich kalke diesmal auch. Sprich, ich bereite meinen Rasen auf den Winter vor. Es ist leider ein bisschen windig, der Herbst hat Einzug gehalten, es liegen jetzt auch schon haufenweise Blätter. Ich mähe auch nicht mehr so tief, ich mähe auch etwas weniger, also sprich jeden dritten Tag oder jeden vierten Tag anstelle wie in der Hochsaison, jeden zweiten Tag. Wir brauchen Kalk in meinem Rasen. Der pH-Wert ist zu niedrig, ich möchte den anheben, so ungefähr einen Punkt. Ich bin bei 5,7 so in dem Dreh und ich möchte den um einen Punkt anheben auf 6,7 circa, dass ich so nah an die 7 komme. Grund ist der Kalk, also das Aufsäuern des Bodens ist natürlich gut für das Wurzelwachstum. Nährstoffe stehen dann der Pflanze wieder zur Verfügung, gerade jetzt in der schwierigen Jahreszeit, in Anführungszeichen, für den Rasen, wo er das Wachstum dann irgendwann einstellt. Und ich möchte, dass ich so viel von meinem Herbstdünger in die Pflanze bekomme. Und damit die Pflanze das aufnehmen kann, muss ich jetzt schauen, dass der pH-Wert im Boden stimmt. Und das mache ich mit Calciumoxid und Magnesiumsulfat. Und da habe ich ein Produkt, das ich euch nachher noch zeige. Aber jetzt werden wir erstmal mähen. Bringe ich das Produkt von Van Loenhoven aus. Da ist das Calciumoxid drin und auch Magnesiumoxid und ich kann den pH-Wert in meinem Rasen anpassen, sodass die Nährstoffe, die ich dann mit dem Dünger einbringe, der Rasenpflanze wieder zur Verfügung stehen. Damit ich richtig viel Kraft jetzt reinbekomme, der Rasen im nächsten Frühjahr extrem gut startet. Das ist ja das Hauptziel. Zudem möchte man, dass sich die Wasserreservoirs mit Mineralien ansättigen. Dadurch erzeugt die Pflanze einen eigenen Frostschutz. Denn Wasser, salziges Wasser zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, gefriert bei einer tieferen Temperatur wie Wasser ohne viel Mineralien. Dadurch hat dann praktisch die Graspflanze einen eigenen Frostschutz. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist aber auch, das ist auch gut gegen Pilze. Ja? Also insofern, dieses Problem habe ich ja leider stark in meinem Rasen. Ihr habt es gesehen, das letzte Video, ich blende das mal ein, da oben. Da habe ich wirklich Pilzbekämpfungsmittel ausbringen müssen, weil ich eine Pilzkrankheit bei mir im Rasen habe dieses Jahr. Aber jetzt zu dem und wir bringen es aus. Bevor ich den Dünger ausbringe oder jetzt in dem Fall den Rasenkalk, teste ich immer meinen Streuer und schaue, wie die ideale Einstellung ist von der Kammer oder von dem Schieber, der sich öffnen muss. Bei meinem Einhellstreuer hier, da unten drin, diese Klappe, die da aufgeht, ich hoffe, man sieht das, die kann ich einstellen, wie weit die aufgeht. Und ich teste das, indem ich eine kleine Handvoll von dem Mittel nehme, das reinstreue. Ja, machen wir das mal so. Und ihr seht, also es ist gerade im Moment viel zu groß eingestellt. Das stelle ich jetzt noch mal ein bisschen kleiner ein. Das ist zu klein. So zwischendrin sollte das jetzt richtig gut sein. Musik
Soweit, so gut. Das Mittel ist jetzt auf beiden Rasenflächen ausgebracht, also hier herüben und da drüben. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr den Pilz von Anfang an in den Griff bekomme und ich keine großen Ausfälle habe in meinem Rasen. Jetzt im Moment sieht es tatsächlich so aus, also ich zeige euch mal die Stelle von dem Pilzvideo. Das ist die Stelle hier. Das wird wieder besser. Ich bin guter Dinge, also ein Spitzenmittel, dieses Bio-Pilzfrei von Terradomi. Ich glaube, das hat richtig gut gewirkt bei mir im Rasen. Wie man sieht, ich mähe höher. Das liegt daran, ich möchte, dass der Rasen die Sonne, die jetzt kommt, noch besser verarbeiten kann. Also, dass er mehr Blattfläche hat, mehr Chlorophyll zur Energiebildung, zur Zuckerbildung in der Pflanze. Manche sagen so, manche sagen so. Ich habe mit beidem gute Erfahrungen gemacht. Dieses Jahr möchte ich einfach wieder länger haben, nicht so kurz im Winter, in der kalten Jahreszeit. Ich werde diese Fläche hier herüben noch überarbeiten. Die kriegt noch ein schönes Makeover, bevor sie entlassen wird in die Nachsaison. Hier werde ich noch aerifizieren. Und ich werde hier auch noch ein Topdressing machen. Das seht ihr dann in meinen nächsten Videos. Und apropos, vielen Dank für euren Support. Ohne euren Support und eure Subscribes, eure Abos, wäre das hier nicht möglich auf dem Kanal. Danke dafür. Wer noch nicht supportet und sowas gerne macht, einfach ein Abo da lassen, kostet nichts, hilft mir sehr viel. Und es gibt weiter schöne Videos von mir. Folgt mir auf Instagram und so weiter. Ihr wisst es alles. Na, bis bald, euer Raptor. Ciao. Oh,